Das Ziel ist ehrgeizig und der finanzielle Rahmen ganz enorm. Europa bis 2050 klimaneutral. So will es die EU-Kommission. Für die nächsten 10 Jahre soll ein Paket geschnürt werden, 1 Billion Euro schwer. Wo das Geld, das dafür noch gebraucht wird, herkommen soll, hat die Kommission heute in Straßburg vorgestellt und auch, was im Einzelnen geplant ist. Noch ist alles nur ein Versprechen, ihr Versprechen. Ursula von der Leyen hat den grünen Deal nun in Zahlen gegossen. 1 Billion Euro für das Klima ist geplant, aber auch Milliarden für die, die unter Europas Energiewende leiden werden. Mit diesem neuen Mechanismus legen wir unseren Schwerpunkt auf die Branchen und Regionen, die vor den größten Herausforderungen stehen und die größten Anstrengungen vollbringen müssen. Polens Städtchen Jastrzębie-Zdrój ist so ein Beispiel hierfür. Jeder Vierte arbeitet im Bergbau. Die Kohle hat den Ort groß gemacht. Dass der Green Deal ihn nun wieder klein macht, das ist die große Sorge hier. Wir brauchen enorm viel Geld und eine Systemlösung zur Energiewende. Regierung und EU müssen bei der Umgestaltung der Bergbaustätte helfen. Ganze Regionen in Europa drohen zu den Verlierern der Energiewende zu werden. 1 Billion Euro will die Kommission mobilisieren. Nur 7,5 Milliarden wären wirklich neue Beiträge. Auf 30 bis 50 Milliarden wächst der Übergangsfonds nur durch Umschichtungen. Das, was Ursula von der Leyen da präsentierte, bei 108 Kohlerevieren in der Europäischen Union, bei 240.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Kohle, das ist natürlich bei weitem nicht ausreichend. Das wird nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Für die Finanzierung fehlen der Kommission noch Milliarden von Mitgliedstaaten und Europas Wirtschaft. Das große Versprechen steht noch unter großem Vorbehalt.